haben jetzt als erstes einen Redebeitrag von der interventionistischen Linken. Seit Beginn dieses Jahres führt der deutsche NATO-Partner Türkei einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Afrin. Afrin liegt im Nordwesten von Syrien. Dieser selbstverwaltete Teil der kurdischen Gebiete der Demokratischen Föderation Nordsyriens, in dem Hunderttausende aus anderen Gebieten des Landes Zuflucht gefunden hatten, wird nicht nur durch die Türkei und ihre islamistischen Kämpferinnen bekämpft. Nein, Deutschland liefert das passende Waffenmaterial. In den letzten Jahren lieferte der deutsche Konzern Rheinmetall mit Hauptsitz in Düsseldorf 350 Leopard 2 Panzer an die Türkei. Diese Panzer ebneten der türkischen Armee und ihren Verbündeten den kriegerischen Einzug in den Kanton Afrin und führten zur Vertreibung und Flucht von über 150.000 Menschen. Während in Syrien und in anderen Krisen- und Kriegsgebieten, wie beispielsweise auch im Jemen, Menschen unter unvorstellbaren Bedingungen um ihr Überleben kämpfen, erfreuen sich hier die Aktionärinnen von Rheinmetall an der fetten Ausbeute. Erst heute kann Mensch im Magazin der Aktionär lesen, Zitat, in den ersten 3 Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat die Rüstungssparte ihren Auftragseingang mehr als verdoppelt. Konzernweit belief sich das Plus auf 40%. Nicht nur Rheinmetall und seine Aktionärinnen bereichern sich an dem todbringenden Elend, der mit den Waffendeals einhergeht. Auch Firmen wie MTU, Rode und Schwarz, Atlas Elektronik, MAN und viele weitere verdienen an den steigenden Rüstungsexporten. Deutschland ist weltweit unter den 5 Ländern, die am meisten Waffen verkaufen. Fast 2 Drittel dieser Exporte gehen in sogenannte Krisengebiete. Waffen werden an die Türkei geliefert, die einen mörderischen Krieg gegen die Kurdinnen führt. Saudi-Arabien wird beliefert und zerstört rücksichtslos das Nachbarland Jemen mit deutschen Bomben. Mit Ägypten, das das Land in einen einzigen Knast verwandelt hat, wurde erst jüngst ein Rüstungsabkommen abgeschlossen. Das sind nur einige Beispiele für die im wahrsten Sinne des Wortes mörderische Exportpolitik Deutschlands. Dabei geht es nicht nur um Geld, es geht vor allem um politische und wirtschaftliche Interessen, die mit Hilfe von Waffenexporten durchgesetzt werden sollen. Der dreckige Flüchtlingsdeal mit dem türkischen AKP-Regime ist nur ein Beispiel dafür. Deutschland hat noch nie Probleme gehabt, mit Despoten, Kriegsverbrechern und Diktatoren Geschäfte zu machen. Diese Geschichte wollen wir nicht fortsetzen und fordern deshalb Rheinmetall raus. Raus aus Rojava, raus aus der Türkei, raus aus der Rüstungsproduktion. BG, Bafodane Rojava! BG, Bafodane Rojava! Rheinmetall raus, raus aus Afrin! Raus aus der Rüstungsindustrie und auch raus aus dem scheiß Maritimhotel.